Ja, sehr lustig. Keine Ahnung. Ja, hallo, ich bin der Wari und ich habe wieder halt meine T80 Wildkamera von Campag aufgehangen. Ich bin nämlich hier durchs Unterholz gestreift auf der Suche nach den neuen Dachsbraueingängen. Ich habe sie bisher noch nicht gefunden und da ist mir ein kleineres Loch aufgefallen. So in der Breite 10 cm, in der Höhe vielleicht maximal 8 cm. Das ist natürlich kein Dachsbaueingang, aber für einen Mäuseeingang wäre das auch ein bisschen sehr groß, finde ich. Ich lasse die Kamera hier einfach mal hängen, mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt die Kamera ja auch weg und wer hier ins Loch rein und raus geht. Ich habe für diese Kamera eigentlich einen Regenring gedruckt. Sehr komisch. Genau diesen Ring habe ich auch dem Miguelito und den Harti geschickt vom Kanal Dax 1212. Ich weiß nicht, was mit diesem Ring hier passiert ist. Das Material hat sich aufgelöst. Das ist eigentlich Kunstharz. Ich weiß nicht, warum sich das auflöst. Das ist mir ja noch nie passiert. Hoffentlich passiert das nicht bei Miguelito und bei dem Harti auch. Ein Reh direkt vor der Kamera. Weiß ich nicht, was das ist. Ja, das war's. Gut, okay. Naja, dann bleibst du weiterhin hier erstmal hängen. Nimmt weiter auf, was hier passiert. Ohne Regenring. Mal nochmal eine ältere Kamera mit reingenommen. Einer der zuverlässigsten Kameras überhaupt, die Campag T80. Habe ich bestimmt schon 5 Jahre im Einsatz. Macht immer noch ihr Ding. Hat ein kleines Problem mit dem Display, kann ich ja mal zeigen. Da sind hier oben Linien im Monitor. Da wird der Monitor vielleicht mal ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen haben, aber sie funktioniert noch. Jetzt kommen die Aufnahmen von der Campag T80. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Sind nur ein paar. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Marie. So, und weil dieses Video so an sich ein bisschen zu kurz mir schien, habe ich noch ein paar andere Aufnahmen von der Campag T80 mit hinzugepackt. Die hatte ich nämlich an einer anderen Stelle mit diesem Regenring aufgestellt. Da sind ein paar Aufnahmen entstanden und die zeige ich euch natürlich jetzt auch noch. Viel Spaß! Ich bin hier nämlich durchs Unterholz gestriffen. Da sind. Huch.